Hallo und willkommen am Circuit Gilles Villeneuve. Hier findet das heutige Qualifying für den großen Preis von Kanada statt. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Die Teams sind mit einer Vielzahl von Teilen eingetroffen, mit denen sie das meiste aus den langen Geraden herausholen wollen. Die Wagen werden zwar in den Kurven schwerer zu steuern sein, aber das gilt ja dann für alle Teams. Und damit herzlich willkommen zurück zu F1 2017. Kanada steht an nach dem furiosen zweiten Platz von Monaco. Also jetzt diese Hochgeschwindigkeitsstrecke. Und mal schauen, ob wir hier auch wieder ein gutes Ergebnis abliefern können. Was ist hier drin an diesem Wochenende? Und damit starten wir hier in das Qualifying. Die erste Runde in Q3 ist die entscheidende. In der zweiten gab es keine Verbesserung mehr. Und ja, mit dem ausgebauten Motor haben wir ja eigentlich sehr, sehr gute Chancen, da wir sehr, sehr viele Geraden haben. Ein paar, ja, schnelle Kurven, ein paar langsame Kurven, aber größtenteils sind es dann doch die Geraden. Natürlich in den Kurven verlieren wir ein bisschen Zeit auf die Top-Teams, was wir aber, wie gesagt, hier auf den Top-Speed-Anteilen wieder wettmachen können. Und mal schauen, wofür es am Ende reicht. Jetzt noch einmal die letzte Schikane treffen und dann schauen wir mal, wo wir hier landen zwischendurch und wo wir dann am Ende tatsächlich auch stehen. P2, das wäre natürlich überragend und am Ende reicht es tatsächlich für P2. Wir gehen also von der ersten Startreihe ins Rennen. Premiere in der Karriere. Und mal schauen, was wir daraus machen können. Die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und daneben steht ein McLaren. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen, Bottas, Sebastian Vettel und Ricciardo. Ocon, Perez, Alonso und Felipe Massa. Hülkenberg, Sainz Jr., Romain Grosjean und Magnus. Verstappen, Stroll, Danny Quert und Pascal Wehrlein. Eriksson und Jolyon Palmer vervollständigt die Start. Also, das ist die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter und damit gehen wir jetzt ins Rennen. Also, Chancen sogar auf den Sieg. Mal schauen, ob wir uns direkt am Start die Führung holen können oder ob wir uns eher verteidigen müssen nach hinten. Wir kommen gut weg, besser als Hamilton und stehen schon neben ihm in der ersten Kurve, ziehen jetzt vorbei, haben jetzt die Innenbahn. Haben wir Glück, dass der Flügel ganz bleibt. Und hier muss ich ihn Platz lassen. Hamilton erstmal wieder vorbei. Noch gebe ich hier nicht klein bei. Ein bisschen nebeneinander fahren ist das. Und jetzt sind wir vorne. Jetzt sind wir tatsächlich vorne in Führung. Und jetzt gilt es, Hamilton hinter uns zu halten. Vielleicht können wir sogar uns ein wenig absetzen. Aber es ist ein Mercedes. Das wird sehr, sehr schwer werden. Bis jetzt klebt er uns nach hinten am Heck dran. Wird natürlich jetzt auch gleich interessant auf der Geraden, wer sich dort mit dem Windschatten ransaugen kann. Die Kurve auf jeden Fall schon mal gut erwischt. Und dann geht's jetzt gleich das erste Mal in die Schikane vorbei an der Wall of Champions. Und Hamilton hat keine Chance, hier ranzukommen. Gut, die Schikane erwischt. Und damit führen wir also das Rennen an nach Runde 1. Wir springen in Runde 19. Der erste Boxenstopp steht an und ich konnte mich tatsächlich von Hamilton absetzen. Ich glaube, 7, 8 Sekunden müssten es sein. Ja, rechtzeitig gebremst. Und jetzt geht's rein zum ersten Stop. Ja, hinter uns werden gleich Hamilton und Raikkonen vorbeifahren. Ja, Frontflügel wird gewechselt. Ich habe mir einen leichten Schaden geholt, deswegen auch schon vor Hamilton und Raikkonen in die Box gefahren. Normalfall wäre, glaube ich, Runde 20, 21 geplant gewesen.
Ja, Runde 19, wie gesagt, kleiner Schaden, den ich gleich wechseln lassen habe. Und ich sollte genügend Vorsprung haben, um mir die Führung zurückzuholen. Runde 41 dann, zweiter Stop steht an. Absolut unspektakulär, die ersten zwei Stints. Wir sind wieder in Führung, ihr seht es schon. Und diesmal glaube ich aber ohne Flügelwechsel und auch hier wieder sehr gut gebremst. Hamilton allerdings direkt hinter uns in die Box. Also, der Abstand quasi geschrumpft. Wir kommen vor Hamilton wieder raus. Fernando hat ihn dort wahrscheinlich ein bisschen, ja, ich sag mal, Zeit gekostet, dass Hamilton warten musste, bis Fernando an ihm vorbeigefahren ist. Danke an der Stelle an den Teamkollegen. Und jetzt gilt es, das Ganze natürlich nach Hause zu bringen im letzten Stint. Wir springen in Runde 52, Überrundung gegen Marcus Ericsson. Ja, so ein bisschen die Schlüsselstelle in diesem Rennen. Der hier auf einmal leicht rüberzieht. Ich verliere so leicht das Auto. Versucht das auszugleichen. Und ja, ihr habt gesehen, was am Ende passiert ist. Am Ende lande ich in der Mauer. Und der Frontflügel ist von links kaputt gegangen. Sehr ärgerlich. Zumal ich das Ganze unter Kontrolle hatte. Hamilton war hinter mir ohne Chance an mir vorbeizukommen. Und jetzt muss ich hier in die Box fahren und den Flügel wechseln, weil das bis zum Ende des Rennens zu halten ist nicht machbar. Wir fahren also rein, ziehen uns nochmal die Ultrasofts auf. Aber mit dem Sieg wird es wohl nichts mehr werden. Schade, dass es hier mal wieder an einer Überrundung gescheitert ist. Das tut natürlich weh. Aber lässt sich nicht ändern. Hätte ich vielleicht an der Stelle einfach vorher schon einen Ticken langsamer fahren müssen und nicht volles Risiko gehen. Ja. Was kann ich dazu sagen? Außer ja, muss ich draus lernen. Sehr ärgerlich, aber nützt in dem Fall nichts. Wir kommen als Dritter zurück auf die Strecke und schauen mal, was jetzt noch möglich ist. Also das Podest sollte sicher sein. Bottas wird nicht mehr vorbeikommen an mir, vor allem weil wir die Ultrasofts haben. Und in Runde 62 sind wir dran an Kimi Räikkönen, hier auf der Startziel geraten mit DRS und fetten Benzingemisch. Ziehe ich jetzt hier vorbei und lasse ihm da absolut gar keine Chance. Also, zumindest P2 wird es noch. Runde 64, die nächste Überrundung. Und es ist die gleiche Stelle wie mit Ericsson vorhin. Und Hülkenberg prüft ja auch mal kurz meine Reaktionsfähigkeit und ob ich aus dem Manöver vorhin gelernt habe. Diesmal ging es etwas besser aus, aber ich habe dort die Bremse fast durchgetreten. Es geht in die letzte Runde, ihr habt es gehört und ihr seht es, 9 Sekunden Rückstand auf Hamilton, knapp 4 Sekunden Vorsprung auf Räikkönen, das sollte nicht mehr viel anbrennen, es wird der zweite Platz in Folge werden, wenn hier nicht noch irgendein Fehler passiert. Also, Startplatz ins Ziel gebracht, der Sieg wäre drin gewesen, leider Gottes. Habe ich den vielleicht auch Marcus Ericsson ein bisschen weggeworfen. Ja, ärgerliche Sache, aber lässt sich nicht ändern. Der Sieg wird schon noch kommen. Wenn nicht diese Saison, dann spätestens nächste. Also, ein letztes Mal jetzt noch sicher durch die Schikane kommen und dann das Auto über die Ziellinie bringen. Und dann haben wir die nächsten 18 Punkte sicher. Denke, am Ende können wir trotzdem ganz zufrieden sein mit dem zweiten Platz. Auch wenn der Ärger natürlich erstmal überwiegt, dass wir den Sieg nicht heimfahren konnten. Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg an.
Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Während ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Max Verstappen. Als ich so alt war wie er, fuhr ich vielleicht gerade meine ersten Runden im Einsitzer. Dass er hier in der Formel 1 fährt und solche Leistungen bringt, verblüfft mich immer noch. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze am Boden verlieren. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Also Glückwunsch an Lewis Hamilton, der den großen Preis von Kanada gewinnt. Wir werden Zweiter und Räikkönen komplettiert das Podest. Dahinter dann Vettel, Bottas, Ricardo Ocon, Verstappen, Perez und Hülkenberg holt sich den letzten Punkt. Das nächste Mal geht es dann weiter in Aserbaidschan. Vorher noch ein Einladungsevent, das die Aussichten dann für die nächsten beiden Videos. Also ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns hier wieder zu F1 2017. Bis dahin, macht's gut.